Willkommen zurück bei Let's Splinter und Civilization 6 hier in einer Partie auf Gottheit. Und ihr seht Tokugawa, der sich mit mir zusammensetzen möchte und den Frieden verhandeln will. Es gäbe von ihm tatsächlich Baumwolle und 3 Gold für 30 Runden. Ich kann das nur unterstützen, damit wir nicht von allen Seiten angegriffen werden. Begrüße euch in die neue Folge, drückt gerne den Abo-Knopf. Wir zocken eine Runde Civilization und ich habe weiterhin Bock zu gucken, was der Apokalypse-Modus für uns bringen wird. Ich bin gar nicht mehr so sehr darauf erpicht, hier auf Teufel komm raus den Sieg zu holen. Ich denke, das wäre ganz schön viel Arbeit. Wir haben eine Trainingspartie auf Gottheit für den Herrschaftssieg bald schon hinter uns. Nichtsdestotrotz gucken wir, was möglich sein wird, gerade mit unseren Lieblingsgegnern, den Norwegern, die von Anfang an sehr, sehr stark waren und mich ein bisschen eingebremst haben. Aber wir nehmen den Frieden hier erstmal an und freuen uns, dass es... Oh, ich wollte schon sagen, dass es ein wenig ruhiger zugeht, aber seht euch selbst an. Euer Volk leidet unter Ungerechtigkeiten, eure Freunde lassen euch im Stich und es scheint, dass euer Schneider streikt. Wir werden denunziert und zwar vom Theodora, wie wir sie liebevoll nennen. Ihr seht, alles ist rot gefärbt hier auf diesem Planeten. Wow, und hier wird es wieder ein Friedensangebot geben für 30 Gold, 32 Gold in 30 Runden. Und wir bekommen ein großes Werk. Wir lehnen das ab mit den Norwegern. Nicht, weil ich das Geld nicht haben wollen würde, aber ich will gucken, was wir mit der Hauptstadt noch erreichen. Jetzt zum Spaß ziehen wir das durch. Wir lehnen das ab und suchen unseren Kontinent wieder. Da sind wir. Wir haben unsere Flugzeuge, beziehungsweise unsere Bomber, die wir beabsichtigen aufzustocken. Und da... Wow! Der erste Kometeneinschlag ist da. Die Apokalypse naht. Wir haben 4 beschädigte Geländefelder und dreifachen Bevölkerungsverlust. Hier unten im Süden unseres Reiches. Boah. Zerstörer ist da. Das ist die stärkste Marine-Nahkampfeinheit. Deckt Marineräuber in Sichtweite auf. Tja, die Frage ist, wo schicken wir ihn hin? Verbesserung vom Panzerschiff. Hat eine gewisse Luftabwehrstärke. Ich glaube, wir gehen mal hier auf hohe See raus. Aber das ist natürlich hier brutal gewesen. Hier war der Einschlag. Boah, das trifft Bristol ungemein. Sheffield auch nur 10 Bevölkerung. Das ist nicht sonderlich viel, ne? Können wir irgendwas hier reparieren? Nö. Gibt es irgendwas zu reparieren an Feldern? Die Weide wird noch bewirtschaftet, ganz naturgemäß. Aber die Felder sind definitiv weg. Was steht jetzt hier? Sogar unpassierbar. Der Einschlagszone gekennzeichnet. Ja, und dann gehen wir mal schön weiter in Sachen Theaterplatz. Boah, ich weiß gar nicht, was ich hier alles verloren habe. Ich würde das gerne angezeigt bekommen. Er zerstörte 4 Geländefelder, dieser Komet. Ja, der sah auch schön aus. Annehmlichkeiten benötigt. Wohnraum benötigt. Wir hängen massiv hinterher. Hier würde ich gerne ein bisschen ausheilen. Ich stelle mich hier auf mit unserem Chor. Und hier ist tatsächlich immer noch die Kriegsschiff-Armada. Das ist ein Stück weit blöd. Wir können hier zwar feuern, aber das tut der Stadt natürlich gar nichts. Na, wobei, gar nichts ist gelogen. Oh, hier sollten wir aber was gegen tun, gegen die Panzerabwehrmannschaft. Gucken gerade mal, ob wir von hier schießen könnten. Sollte eigentlich gehen, ne? Nein, es geht tatsächlich nicht. Dann gehen wir hier... Na, es ist auch blöd. Wir könnten sogar hier vorrücken. Nein, können wir... Hä, wieso wird es mir denn dann angezeigt? Na, super gelaufen. Jetzt stehen wir hier wirklich blöd. Heilen hier hinten aus. Tja, und dann rückt hier oben wieder unser Maschinengewehr vor. Und wir versuchen weiter Nidaros Platz zu machen. Und das gleich dreifach. Ja, so ein bisschen geht die Stadt dahin. Aber die hat natürlich auch... Also, selbst wenn wir die bekommen, ne... Was macht der Druck von außen? Hier sind 17 Einwohner in Stavanger. Sensationelle Felder hier an der Küste. Das muss man mal ganz einfach sagen. Wenn wir dann natürlich noch Tromsø hätten. Wobei Tromsø ist auch nicht wirklich groß. Zweifache Bevölkerung, das ist kaum etwas. Die Frage, was kann unser Vampir hier ausrichten? Oh, doch signifikant die Stadt hier einmal belasten. Gar nicht so verkehrt. Wir gehen mit ihm hier runter.
Ah, hier ziehen wir übrigens wieder zurück, damit wir nicht attackiert werden. Von der Stadt, wohlgemerkt. Na, der Vampir hier, er könnte eigentlich in die nächste Stadt rübergehen. Braucht 2 Runden bis nach Plymouth, da kann er ausheilen. Ja, und hier können wir nach wie vor nichts machen, leider. Uns fehlt die Kohle. Geht hier 0 auf 0 auf momentan. Die Armee. Er steht hier echt auf einem schlechten Feld. Wir gehen mal hier eins hoch. 15 Runden noch bis zum Schutzgebiet. Ah, das dauert doch ewig lang. Gehen hier runter, um diesen Kultisten zu bekommen. Mit wem hatten wir Frieden geschlossen? Ah, mit Japan. Ja, okay. Da können wir ihn, glaube ich, gar nicht einkassieren. Was wir tun sollten, ist hier einmal ordentlich zu feuern. Ein Handwerker will auch abhauen. Das schaffen wir sicherlich auch noch irgendwie. Die Frage ist, geht er aufs Wasser? Hier war ein Admiral. Oder ähnliches. Das habe ich gesehen. So, und in Sheffield. Können wir hier was reparieren, was irgendwie gewesen wäre? Ein Leuchtturm können wir auf jeden Fall kaufen. Schiffswerft gibt extrem viel Gold dazu. Sehe ich was Sinnvolleres? Die Militärakademie oder eine Einheit, ne? Für die Schiffswerft. Ah, die geht auch relativ schnell. 5 Runden. Das ziehen wir hier gerade durch in Sheffield. Leeds. Eine Bank. Oder was machen wir hier oben? Ah, da setzen wir schon das Atomkraftwerk. 6 Geländefelder. Birmingham ist gar nicht so klug gewesen für das Atomkraftwerk. Manchester wäre schon eher. Leeds natürlich auch. Können auf die Bank gehen. Gibt 17 Gold. Wohnraumtechnisch ist alles okay. Leider Gottes, muss man sagen. Und wir brauchen eine Bevölkerung von 13 oder mehr, um den nächsten Bezirk zu setzen. Das ist schon sehr, sehr bitter. Wir gehen aufs Atomkraftwerk. Handwerker hier sollen eine Mine setzen für mehr Produktion. Den hatten wir extra hier hingeschickt. Damit Sunderland mal ein bisschen was bekommt. Hier müssen wir noch eine Runde warten mit dem Handwerker. Einigermaßen gut getimt. Könnten uns einen Musketenpikenier hier herauf befördern. Finde ich aber gerade unsinnig. Also ich werde hier nicht mehr voll auf die militärische Stärke gehen. Ich will einfach noch ein bisschen Norwegen ärgern und gucken, was passiert mit dem Apokalypse-Modus. Frage ist, wann geht die Welt komplett unter? Oh, hier ist auf jeden Fall die Panzerabwehrmannschaft richtig stark. Es kann sein, dass wir mit unseren Flugzeugen helfen müssen. Boah, warum denn genau bei uns? Oh, es trifft die Stadt. Oh nein. Beschädigtes Geländefeld 1. Wir verlieren... In der Hierarchie eine ganze Stadt. Der poetischen Substanzen wird Plastik als schändliches Material beschrieben. Plastik ist da. Wir kümmern uns gerade mal schnell darum. Können hier unten den Handwerker setzen, beziehungsweise die Ölbohrinsel hinzunehmen. Aber wir verlieren eine ganze Stadt. Boah, und hier ist noch geflutet worden, wenn ich das richtig sehe. War das schon letzte Runde? Ah, Hut ab vor dem Apokalypse-Modus. Ja, die Stadt ist weg. Ich weiß nicht mal mehr, wie sie hieß. Oh nein, wir kommen mit dem Militärpionier hier tatsächlich nicht an den Handwerker dran. Gut, hätten wir das auch geklärt. Oh, können ein bisschen was für Gold hier verhandeln. Ihr seht das. 40 Gold für 30 Runden über Japan. Und Elefanten, 4 Gold immerhin. Und da auf einmal... Die Inspiration, Unternehmenspolitik, haben wir Trömsö eingenommen. Über den Vampir. Jetzt hat es funktioniert. In der vorletzten Episode hat es, glaube ich, nicht gereicht. Jetzt haben wir natürlich ein Problem. Wir haben diese Armada hier, gegen die wir kämpfen müssen. Oh Gott. Haben einen Handwerker hinzubekommen? Haben wir das Uran hier angeschlossen? Ich glaube schon, ne? Na, das ging schnell. Und unser Bomber macht gerade weiter. Oh, wir müssen abbrechen. Wir müssen uns erstmal hier in Sichtweite bringen mit Nidaros. Wir müssen hier attackieren. Das ist das Allerschwierigste. Und die Infanteriekorps wird eventuell hier nicht zurechtkommen. Wir schießen hier einmal runter. Wir müssen diese Einheit hier ausnehmen. Es hilft nichts. Das sieht relativ schwach aus. Oder dünn. Müssen wir einmal da drauf? Schießen erstmal auf die Stadt. Ein weiteres Mal auf die Stadt. Die Frage ist, kann hier irgendjemand agieren? Das hier ist zu knapp. Nee, wir müssen den dritten Angriff mit dem Bomber. Wo ist der dritte Bomber? Hat er schon gefeuert? Nein, der erste ist noch frei. Müssen wir auf die Einheit gehen, um sie auszunehmen. Und die Inspiration haben wir übrigens bekommen für die Unternehmenspolitik, weil wir hier die Uranmine jetzt haben. Wir haben die nicht gebaut, aber wir besitzen sie jetzt. So ist die Logik des Spiels dahinter.
Oh, wir können hier eine Armee sogar bilden. Das machen wir einfach mal. Na, die Einheit ist noch nicht weg. Oh Gott. Ich dachte, die wäre erledigt. Ach, Freunde. Wir haben eine Entscheidung zu treffen. Vernichten oder behalten wir die Stadt? Wir behalten Trömse auf jeden Fall. Reparieren den Kornspeicher. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie können wir hier agieren? Wir müssen schnell die Einheiten wegnehmen. Und was macht dann die, das Kriegsschiff? Beziehungsweise dessen Armada. Handwerker kann hier ein Luxusgut anschließen. Werden wir sicherlich tun. Ein Händler zur Verfügung. Na, den werden wir mal in eine kleinere Stadt schicken. Bradford ist hier ein gutes Thema. Und dann wäre es schön, wenn man keine Stadt ausradiert würde. Vampir heilt aus. Jetzt bin ich gespannt, was mit Trömsö passiert. Und die Panzerabwehrmannschaft, ob die jetzt noch jemanden ausnimmt. Haben die nur Fernkampf? Boah, da kommt noch eine Armee mit rein. Mein Gott. Ah ne, das ist gewechselt. Der Linieninfanterist ist jetzt hier draußen. Okay, will sich also heilen in der Stadt. Ich hoffe, dass das nicht so gut möglich sein wird. Oh, und dann eine Sonneneruption. Oh, wow. Jetzt geht's aber dahin. Mal gucken, ob die irgendwas ausgelöst hat. Null Einheiten wurden zerstört. Beförderung verfügbar. Ja, das ist mir bekannt. Vampir geht hier raus. Ah, Wohnraumprobleme in London. Können hier ein bisschen was an Luxusgütern kaufen. Das tut uns wahrscheinlich gut in Sachen Annehmlichkeiten, die wir benötigen. Regenwald wächst nach. Und dann ist es in Birmingham das Industriegebiet, was repariert wird. Schön, dass das kaputt ist. Auch hier in Leeds. Wow. Handwerker. Oh, nimmt die Kohle mit. Ja, ausgezeichnet. Bitte. Natürlich. So, hier ist es durchaus knapp. Wir brauchen aber unsere Flugzeuge jetzt. Und Nidaros muss leiden in dem Moment. Und zwar auf brutale Art und Weise. Wir gucken mal hier, wie wir den Linieninfanteristen ausnehmen können. Hier müssen wir uns verdünnisieren, leider, weil den könnten wir gut runterschießen hier mit der mit dem Maschinengewehr. Aber die Stadt wird den Maschinengewehrchor ansonsten eliminieren. Das ist ein Ticken ärgerlich. Und ein Vampir ist nicht... Kommen wir hier hin? Stark. Das ist stark. Die Einheit ist weg. So, dann kann unser dritter Bomber auch noch auf Nidaros. In dem Moment verdünnisiert sich diese Einheit wieder. Oh, hier stehen wir natürlich gut. Und der Händler, ja, was macht der jetzt? Braucht Produktion und Co. Einmal auf nach London, warum eigentlich nicht? Ich glaube, wir können die Einheiten hier mal so langsam ein bisschen rüberschicken. Von Osten droht uns ja nichts mehr. Können wir mit den Chinesen und Co. vielleicht auch Frieden schließen? Können wir. Aber auch nur und ohne gegen Gold. Nicht mal Perlen. Wir schließen den trotzdem. Um es uns ein bisschen angenehmer zu machen. Was ist mit Kongo? Geht auch nur so. Und die sind alle mal gar nicht so negativ eingestellt. Die Frage ist, können wir mit denen jetzt noch irgendwas erhandeln in Sachen Luxusgüter? So ist es. Nehmen wir gerne an. Wir brauchen nicht auf allen Fronten und Ecken jetzt hier Krieg. Nicht in Zeiten des Weltuntergangs, meine Freunde. Oh, hier nehmen wir mal gerne... Das gibt's ja wohl nicht. Die Einheit aus. Der Panzer kann rüber. Ist auch echt flott, ne? Auf so Schienen. Das ist schon geil. Nimmt die Einheit weg und ist fast schon drüben im Kriegsgebiet. Können hier noch ein bisschen erkunden. Sehen hier eine Kampfpanzerarmee, die ist gut stationiert auf dieser Insel. Und haben noch einen Siedler zur Verfügung, der jetzt siedeln kann. In Zeiten der Überschwemmungen, 3 Zeltpunkte für... Naja, über mindestens 3 Städte mehr als der nächstgrößte Konkurrent. Das ist ein Stück weit ärgerlich, weil wir fast nichts daraus gezogen haben. Ehrlicherweise. Oder ganz, ganz wenig nur. Haben Gold zur Verfügung, gehen sicherlich zuerst aufs Monument. Nehmen den Kornspeicher mit. Und setzen einen Campus. Heilen hier aus. Und hier hoffentlich auch. Noch die Einheit kann hier heilen.
am Konvoi, am Versorgungskonvoi. Wir ziehen mal langsam nach vorne. Können mit dem Zerstörer hier rein. Starwanger könnte auch attackiert werden. Was haben wir hier? Großer General. Aber das hat sich jetzt auch erledigt momentan. Wir können eigentlich mal hier rüberziehen. Da ist der Handwerker noch. Unser Kriegsschiff zieht auch mal rüber. Wir hatten doch drei, oder? Nach meinem Dafürhalten hatten wir drei Kriegsschiffe. Eins, zwei, drei. Damit gehen wir rüber und attackieren Liverpool. Wir machen ein bisschen Druck hier auf die Norweger. Zu später Stunde, wohlgemerkt. Handwerker könnt hier in Cahokia-Hügel setzen. Nahrung. Hier oben wäre auch einiges zu tun. Oh, sogar Öl, ne? Ich glaube, der Cahokia-Hügel ist da nicht so ganz interessant. Boah, hier rückt eine Einheit vor. 74 Gold für die nächsten 30 Runden. Auf gar keinen Fall. Rotrock wurde besiegt. Panzerabwehr, Mannschaftsarmee. Oder, oh, endlich auch bei den anderen, meine Damen und Herren. Und hier wird das Maracana gebaut. Hat das überlebt? Das wäre frech. Weltkongress Sondersitzung ist ausgerufen. Oh, das gibt's ja wohl nicht. Vulkan wird aktiv. Echt unglückliche Lage, das muss man mal so sagen. Inklusive dem Salpeter. Wir können Magnus wieder zuweisen. In Sachen Loyalität eventuell in Richtung, wobei kaum Probleme. Auch nicht in... Ah, Tromsø ist knapp. Geben ihn mal nach Tromsø momentan. Ja, und dann wollen wir mal hier attackieren, genüsslich. Sehr schön, Zeitalterpunkt dafür. Einheit ausgenommen. Und wir gehen unserer Lieblingsbeschäftigung als erstes in dieser Runde nach. Wir attackieren Nidaros. Und jetzt geht es tatsächlich schon fast darum, eine Vampireinheit in die Nähe zu bekommen. Denn Nidaros steht jetzt ganz, ganz schlecht da auf einmal. Ich denke, in der nächsten Runde könnte das schon erledigt sein. Das nehmen wir noch mit. Ziehen hier wieder zurück. Wir müssen die Einheit auch bald ausheilen. Ganz, ganz wichtig. Ah, hier unten ist die Kriegsschiff-Armada. Das Problem ist, wenn wir angreifen, bah, haben wir echt ein Problem. Ah, nein, wenn die uns angreifen, haben wir ein Problem. Aber wir könnten es versuchen. Wir retten uns aber erstmal in den Hafen und gucken, was passiert. Hier nehmen wir die Mine gerne mit. Ein 5er Campus lassen wir dafür außen vor. Den können wir auch noch woanders setzen. Wird dann zu einem 3er-Campus. Ja, hier der nächste Zerstörer. Das ist dann schon besser. Doppelt hält auf jeden Fall besser in der Sache. Na, und hier rücken wir jetzt natürlich genüsslich vor. Oh, und treffen tatsächlich noch auf dem Schiff. Hoffen, in Portsmouth ausheilen zu können. Birmingham-Werkstatt wird repariert und dann das Atomkraftwerk hinten dran. Hier auch die Werkstatt reparieren. Mein Gott, es ist viel, viel, viel kaputt in diesem Apokalypse-Modus. Hongkong hat die Royal Navy Werft durch. Damit könnten wir gehen Richtung Leuchtturm. Den können wir uns schnell kaufen. Aber wir können tatsächlich sogar noch eine Seeeinheit holen, sehe ich gerade. Das machen wir doch mal in Plymouth. Können wir nicht, weil zu viele Einheiten vor Ort. Dann machen wir das hier. Schicken diese los. In Hongkong, tja, was machen wir? Die Schiffswerft? Waffenkammer, Börse. Ich denke, die Börse ist mal hier ein hehres Ziel. Wirtschaftlich wird es hier erschwinglicher mittlerweile. Oh, und der Panzer könnte sogar so weit vorrücken, dass er hier attackiert. Wie viel Fortbewegung haben wir hier? Und kann er dann noch schießen? Und welche Reichweite hat er? Das ist eine Nahkampfeinheit, alles klar. Wir haben nichts gesagt, aber wir stehen schon mal gut. Es geht jetzt um die Hauptstadt. Ganz am Ende dieser Folge. Wir werden hier ein bisschen attackiert. Jetzt hier der, ja, die Hilfsanforderung von Yongle nehmen wir mit. Die Hilfsanforderung von Tokugawa nehmen wir mit. Ja, und von Theodora, warum nicht? Überall potenziell übrigens Diplomatie-Siegpunkte. Gucken wir uns mal gerade an. Wird wahrscheinlich alles durchgehen. Schön, dass ich keine stellen kann. Wir sind zweimal getroffen worden. Weiß jemand von euch, woran das liegt? Also manchmal kriegt man den Vorschlag, dass man das einfordern kann. Aber sind wir zu ungern gesehen in der Weltgesellschaft? Also alle gehen durch, das ist schon mal klar. Und ihr seht das, zwei Diplomatie-Siegpunkte hier pro Hilfsanforderung. Die Weltspiele,
Boah, da könnten wir auch noch einen abgreifen. Da macht kaum jemand was für. Das wären 7 Punkte. Das wäre ja aberwitzig. Dann sind wir bei 14. Aber gut. Kümmern wir uns später drum. Können hier was kaufen. Für ein bisschen Gold machen wir gerne. Artilleriebeförderung. Boah, jetzt ist hier die nächste Panzerabwehrmannschaft. Das gibt es nicht. Wir kümmern uns jetzt erstmal um... Boah, der Panzer sieht schlecht aus gegen die Stadt. Um Nidaros. Und dafür brauchen wir natürlich unsere Bomber. Einmal. Zweimal. Oh, das sieht gut aus. Oh, das sieht gut aus. Jetzt noch den dritten hinterher. Nidaros ist unten. Jetzt müssen wir nur noch einmarschieren, oder? Reicht das? Sind die irgendwie ver... Wir greifen mit dem Panzer an. Das sieht gut aus. Das ist unfassbar. Damit haben wir, korrigiert mich, ursprüngliche Hauptstadt Norwegens. Nidaros ist eingenommen. Da müssen wir eigentlich sofort einen Gouverneur hinschicken. Minus 18. Das ist bitter. Und schon ärgere ich mich über Trömsö. Können wir den sofort neu zuweisen, Magnus? Ja. Schicken den in Richtung Nidaros. Sind dann bei minus 10 immerhin. Naja, Stadt vernichten können wir nicht. Wir behalten sie aber. Und können hier sofort feuern. Besten Dank auch. Die Einheit nehmen wir raus. Oh, wobei, dann kann hier unten das feuern. Oh, hier machen wir einen langen Weg. Nehmen die Einheit. Oh, stark, ey. Ganz, ganz stark. Haben wir hier irgendwo einen Flugplatz? Hier können wir hin stationieren. Nach Trömsö. Und könnten eventuell Stavanger angreifen. Hier müssen wir ausheilen. Und zwar dringend. Das gibt uns übrigens auch einen leichten Touch in Sachen Herrschaftssieg. Ein Singamban hat übrigens auch eine Hauptstadt eingenommen. Moment, von einem unbekannten Spieler. Kennen wir noch einen Spieler nicht? Ernsthaft? Das kann nicht sein. Ist eine Zivilisation schon weg? Fragen über Fragen. Ja, hier die Einheit kann sich befördern, das würde ich auch gerne machen. Gegen Landeinheiten. Ja, gar nicht so wichtig. Wir nehmen die Mannschaftswaffen. Kampfstärke bei Verteidigung geht hoch. 4 Zeitalterpunkte gibt's. Manchester, Campus wird repariert. Auf einmal geht's vorwärts. Atomkraftwerk in 2 Runden da. Bristol hat den Theaterplatz durch. Wir reparieren unser Industriegebiet, wie eigentlich immer. Irgendwie ist das direkt defekt. Noch ein Kriegsschiff? Schwierig. Wohnraumtechnisch kein Problem. Eiffelturm ergibt keinen Sinn. Athletentraining. 2 Runden. Wir gehen auf die Diplomatiepunkte. Ganz aberwitzig. Leeds. Fabrik reparieren. In Trömsö. Tja, was ist in Trömsö? Da sind wir noch besetzt. Ist das so? Ja, ist es noch. Ein Handwerker dauert ewig. Außenverteidigungsreparatur 4 Runden ergibt Sinn. Wer weiß, wie die nochmal angreifen. Und jetzt können wir tatsächlich wieder, weil wir genug... Ja, sehr gut. 10 durch Modernisierung. Wir bekommen wieder Kohle. Wir können die Eisenbahn weiterbauen. Und machen wir das doch mal. Zerstörer ist da. Und jetzt können wir hier angreifen. Können wir doppelt? So ist es. Und ich hoffe, dass wir jetzt die Einheit hier wegbekommen. Nein, wir kommen hier nicht raus. Oh nein. Warum hat er den... okay. Schade drum. Handwerker hat noch 2 Aktionen. Wir können Eisen holen. Können aber auch das Öl hier abgreifen. Oh, warum nicht? Was haben wir hier noch? Gibt noch einiges. Eisen, Eisen und nochmal Eisen. Wir nehmen das Öl. Unser Vampir heilt aus. Versorgungskonvoi stellt sich hier mal an. Der heilt hier mit. Und hier können wir noch eine Eisenbahntrasse bauen. Für die flotten Wege. Wir heilen einmal aus. Wo ist die Einheit hier hingefahren? Bleiben hier mal stehen. Also, was? Wir brauchen Öl. Okay, dann warten wir hier die Runde. Wir sollten irgendwann wieder Öl haben. Oh, das ist der Handwerker. Aber wir haben keinen Krieg mehr mit dem Kongo, ne? Bisschen ärgerlich. Heilen hier aus. Und Nidaros ist jetzt die Frage, wie lange hält es? Wir können hier sehr gut das Bernstein-Luxusgut anschließen. Gibt die Möglichkeit zu handeln. Für 10 Gold pro Runde. Schnell gemacht. Nidaros. Außenverteidigungsreparatur in 3 Runden.
Und dann gucken wir, wie das hier in der nächsten Runde sich entwickelt. Wird das gerne noch mitnehmen? Wasira no koto wa wasira de katazukeru. Omae ga orazu tomo. Ich verstehe. Japan möchte ohne uns die Dinge regeln. Sollen sie es tun? Boah, was war denn da geflogen? Ach du lieber Gott. Ein Kriegsschiff besetzt uns hier. Da kam aber auch ein Flugzeug oder so. Kann das sein? Gibt es hier einen Flugplatz? Hier wird auf jeden Fall die Golden Gate Bridge gebaut. Auch nicht schlecht. Zeitalterpunkt. Von Kernfusion da. Von Ostsee bis Triest an der Adria hat sich ein eiserner Vorhang über den Kontinent gesenkt. Und hier werden wir gerne aktiv. Nehmen den Zerstörer raus. Können hier noch ein bisschen angreifen. Das machen wir auch. Sehr wichtig. Jetzt können wir hier endlich mal einen Bomber befördern. Kampfstärke bei Verteidigung gegen Antiluft. Ja, da sind wir doch gut. Ausweichmanöver, das brauchen wir. Kometen, wow, Kometeneinschlag wieder in Norwegen. Ah, die trifft es jetzt auch relativ hart. Schaut mal hier, was für ein Loch das gerissen hat. Wow, übel. Einheit getötet hier oben. Schade, war ein Kriegsschiff. Kernfusion ist da. Bernstein können wir nochmal verhandeln. Ja, und die Annehmlichkeiten fehlen uns, das ist klar. Frage ist, wo gehen wir jetzt drauf? Wahrscheinlich auf den schnellen Einsatz. Manchester Bibliothek wird repariert. Birmingham ist wieder alles ganz. Und das Atomkraftwerk ist abgeschlossen. Damit haben wir wieder Energie. Oh, ausgezeichnet. Dann ab an die Börse. Bristol, Werkstattreparatur. Leeds, Atomkraftwerk in 5 Runden. Und in Preston ist das Industriegebiet fertig. Wollten wir nicht irgendwann mal... Oh, muss ich mal gerade gucken. Das gibt es, glaube ich, hier, ne? Ja, in Richtung Zuflucht dauert 7 Runden, wenn wir das machen. Könnten das noch boosten über ein Wohnviertelbezirk mit atemberaubender Anziehungskraft? Was kann in Preston gebaut werden? Die Werkstatt können wir uns fast kaufen. 780, die können wir mal ausgeben. Und dann mal die Hilfeleistung. Für alle. Hier noch eine Eisenbahntrasse rein. Und dann verbinden wir nach oben. Und einmal nach rechts rüber. Hier auch eine Beförderung möglich. Oh, doppelte Beförderung sogar. 12 Kampfstärke gegen Landeinheiten. Boah, der Torpedobomber. Das ist auch nicht schlecht. Wo ist die Einheit hin? Das gibt es nicht. Gut geflüchtet. Hut ab. Gucken, ob er zurückkommt. Auch hier eine Beförderung. Wir machen alles mit Antiluft. Panzer heilt aus. Hm, Handwerker. Da könnt ihr noch ein bisschen was tun. Versorgungskonvoi bleibt stehen. Und dann haben wir noch eine Aktion hier. Und dann war es das. Geht es tendenziell in die nächste Runde. Wir haben... Achso, Nidaros. Wir wollten noch gucken, wie es ausschaut. Minus 3,6. Das geht sogar. Wir gucken uns das mal mit der Loyalität gerade genau an. Druck durch Bürger in der Nähe. Minus 10. Der Gouverneur negiert das fast komplett. Die Besatzung und der Groll gegen die Stadtgründer bei minus 5. Garnisonseinheit werden besetzt. Geht auf 5 hoch. Zufriedenheitsstufe ist gering. Sonstiger Effekt 1. Das ist machbar. Wir können eventuell Nidaros halten und dann zerfällt Norwegen nach meinem Dafürhalten langsam aber sicher ganz beträchtlich. Das war eine herausragende Runde mit Trömsø und Nidaros. Endlich der Durchschlag. Und der Durchschlag ist aber auch da durch die ganzen Einschläge. Ihr seht die hier oben. Einmal, zweimal. Bei uns hier unten dreimal. Und die eine Stadt wurde ausradiert hier oben. 4 Kometeneinschläge in einer Folge. Meine Damen und Herren, brutal, was dieser Apokalypse-Modus bringt. Ich würde mich freuen, wenn ihr in dieser Late-Late-Phase des Spiels auch beim nächsten Mal in der nächsten Folge wieder dabei seid. Freue mich drauf. Bis dahin, euer Let's Splinter. Macht's gut. Ciao, ciao.